Mit dem Veranstaltungszentrum Bruno erhält Brunnengebirge ein neues Wahrzeichen. Dieser Tage wurde das neue Veranstaltungszentrum präsentiert und ein Tag der offenen Tür abgehalten. Wir sind sehr überrascht und freuen uns natürlich, dass die Brunner Bevölkerung das annimmt, den Tag der offenen Tür, hier in unserem neuen Veranstaltungszentrum, das Bruno in Brunn. Man sieht also, wie toll also hier gearbeitet wurde, dass der alte Festsaal, der nicht mehr tragbar war, so ein neues Bild bekommen hat, erweitert worden ist. Und wir können nur hoffen und wünschen, dass Bruno angenommen wird und das verspricht, was es zeigt. Heute ist Tag der offenen Tür und die Brunner Bevölkerung nimmt das sehr, sehr gut an. Und wir haben seit 10 Uhr geöffnet und es kommen permanent die Leute und wollen die neuen Räumlichkeiten sehen. Bruno heißt unser Saal, weil früher Brunn am Gebirge Brunn mit B oder B geheißen hat. Und Bruno heißt er, weil wir sagen Brunner Ortszentrum und das O ist dann quasi für Ortszentrum. Wir sind froh, dass es jetzt endlich fertig ist. Wir brauchen diesen neuen Festsaal, der war dringend notwendig, kann technisch alles, was er können muss, ist abteilbar. Wird viele Jugendveranstaltungen geben. Haben Sie da schon Ideen für dieses Jahr? Wir wollen sicherlich einige Clubbings machen. Wir können uns auch Jungfamilienmessen vorstellen, wie wir sie als JG Niederösterreich im ganzen Bundesland machen. Der ideale Standort dafür. Ich glaube, wir haben da die Voraussetzungen, da ganz tolle Events für alle Altersschichten zu machen. Und wir werden sicher auch für die Jugend und die Junggebliebenen da tolle Veranstaltungen abhalten können. Was fehlt Ihnen das neue Veranstaltungszentrum? Der kleine Raum schaut sehr gut aus, auch für kleine Veranstaltungen. Der große Raum scheint besser zu sein als der alte. Wir haben ihn ja auch gekannt, als er noch vorher, wie er vorher ausgeschaut hat. Und es hat sich wirklich da Grandioses entwickelt, ganz beachtlich. Übrigens Bruno, ich meine, war nicht notwendig gewesen, dass der Saal gerne nach mir benannt wird, aber ich freue mich natürlich. Wie schmeckt denn der Tafelspitz? Er schmeckt sehr, sehr gut. Es war für mich einmal gleich der Test fürs Restaurant. Und es war alles wirklich ganz hervorragend. Jetzt mache ich mir dann nur über die Suppe. Und die schaut auch sehr gut aus. Die Technik spielt natürlich alle Stücke, aber das Wichtigste sind die Menschen, also Chapeau, die Sängerin, natürlich auch der junge Geigenvirtuose, hervorragend. Das ist diesem Saal würdig. Ich wünsche, dass da noch sehr viele Kulturveranstaltungen stattfinden. Wir haben es uns wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, wirklich den Saal gut auszustatten, ihn ansprechend zu gestalten, damit er möglichst vielen Interessen dienen kann. Was hier entstanden ist, so um die 10 Millionen Euro herum, das ist schon gewaltig. Das ist ein echtes Ortszentrum und schafft ein Mehr an Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger hier. Die Gemeinde ist ja letztendlich für alles verantwortlich, Wasser, Kanal, Schule, Kindergarten, Straße, Sicherheit. Aber ich halte es auch für sehr, sehr wichtig, dass Gemeinden auch Vorsorge treffen für Orte der Begegnung, für Brückenbau zwischen den Menschen, für gemeinschaftsbildende Maßnahmen. Und das ist so ein Ort der Begegnung. Bruno ist nicht nur Konzertsaal oder nicht nur Saal, es ist eigentlich das gesamte Zentrum oder Veranstaltungszentrum damit gemeint, der Freiluftbereich, der Raum 105, dieser Festsaal, ein sehr kompaktes Zentrum, was viele Möglichkeiten zulässt und auch große Veranstaltungen wie Bälle
oder Seminare oder Messen sogar könnte man hier veranstalten. Es ist wirklich alles da, also für zukünftige Veranstaltungen ist er gewappnet. Der alte Saal hat so 250, 300 Leute gefasst, jetzt passen 500 hinein und wir hoffen, dass das sehr stark genutzt wird. Es hat ja auch lange gedauert, in Summe sind 5 Jahre Planungen vergangen, Bauzeit, viel Hirnschmalz drinnen, natürlich nicht alles ganz richtig gemacht, aber so ist halt im Leben. Aber das Endergebnis, glaube ich, passt sehr gut.